Die Alpen. Steile Gipfel, tiefe Abgründe und dunkle Geheimnisse. Selbst hier in der Bergidylle haben die Nationalsozialisten ihre Spuren hinterlassen. Wir werden ihnen folgen. Hitler, seine Alpenträume und andere seltsame Entdeckungen. Eine Reise nach Oberbayern und Oberösterreich. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat, den Deutschen Reich wiederzugeben. Wie geht ein Urlaubsparadies mit ihnen um? Den Schatten der NS-Vergangenheit. Die Berchtesgadener Alpen. Naturidyll, Touristenmagnet und Sportlertraum. Kaum noch vorstellbar, dass vor dieser malerischen Bergkulisse einst ein Diktator und Massenmörder Entscheidungen über Krieg und Verderben trifft. Mehr als ein Viertel seiner Regierungszeit verbringt Adolf Hitler am Obersalzberg, der zweiten Schaltstelle der Macht neben Berlin. Heute scheint es fast so, als sei buchstäblich Gras über die Geschichte des einstigen Führersperrgebiets gewachsen. Axel Drekoll und Albert Feiber vom Museum Dokumentation Obersalzberg wissen aber, wo die Spuren der NS-Vergangenheit zu finden sind. Selbst die Natur kann sie nicht verstecken. Die Überreste von Hitlers Berghof, seinem einstigen Feriendomizil, das er zu seiner pompösen Residenz ausbauen lässt. Hier inszeniert sich Adolf Hitler in vermeintlich privater Idylle, als natur- und volksnah, als kinderlieb, aber auch als großer Staatsmann. Er weiß gekonnt, das grandiose Alpenpanorama als Kulisse für seine Propaganda zu nutzen. Von den Alliierten 1945 bombardiert und später gesprengt, der Berghof sollte verschwinden. Doch es nützte nichts, die Anziehungskraft besteht bis heute. Die Intention war dann, nicht nur Gras, sondern tatsächlich schnell wachsende Bäume über die Geschichte wachsen zu lassen. Deshalb sind die Bäume genau hier, wo sie jetzt stehen. Das ist nur bedingt gelungen. Man sieht, die Hangstützmauer hat sich erhalten. Man sieht auch noch Steinüberreste an der einen oder anderen Stelle, was immer noch ganz viele Besucherinnen und Besucher dazu veranlasst, hier nach einem letzten Stück Berghof zu graben. Zum Leidwesen der Historiker zieht das Berghofgelände immer wieder einige ewig Gestrige an. Hi. Ja. Da sind wieder frische Blumen. Wir haben auch immer mal wieder Grablichter, die wir finden. Das zeigt eben, diesen Ort sollte man nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Das ist schon ein extrem bedeutsamer historischer Ort. Ne? Wenn man sich vorstellt, Millionen von Toten haben hier tatsächlich ihren Ausgang genommen. Ne? Das Dokumentationszentrum Obersalzberg will darum noch stärker über den Täterort informieren. Schließlich ist der Berghof für Hitler ein wichtiges Machtzentrum gewesen. Das ehemalige Dorf Obersalzberg muss verschwinden und wird zum Führersperrgebiet umgebaut. Die Nazi-Größen machen sich breit. NS-Bonzen wie Martin Bormann und Hermann Göring haben hier Häuser. Neben diesen Bauten gibt es sogar ein Haus am Gipfel des Kehlsteins. Dafür haben die Nationalsozialisten den Berg mit einer Straße bezwungen. Heute karren hier Busse massenhaft Touristen hoch. Ihr Ziel ist das Kehlsteinhaus, das durch seine Lage präsenter und provokanter kaum wirken könnte. Einst von der Partei für Adolf Hitler erbaut, von den Amerikanern später als Eagle's Nest bezeichnet, ist der Bau heute eine Berühmtheit in der Welt. Sein Eingang führt durch einen rund 130 Meter langen Tunnel in den Berg. Axel Drekoll weiß um die Anziehungskraft, die der Bau auf Touristen ausübt. Und das ist ja auch so eine ganz merkwürdige, finstere Atmosphäre. Also das ist, hier ist so ein Hauch NS-Geschichte. Und das macht den Ort eben so spannend, weil die Leute sowas ja schon erwarten, neben der grandiosen Aussicht, keine Frage. Aber sie wollen eben mehr sowas auch spüren. Deshalb kommen sie ja auch in so einen historischen Ort. Und hier ist es eben tatsächlich so. Der in Stein geschlagene alpine Größenwahn der Nazi-Bauherren gipfelt in einem glitzernden, messingverkleideten Aufzug. Weitere rund 130 Meter fährt er durch den Berg empor zum Kehlsteinhaus. Also das ist sicherlich eine grandiose
Ingenieursleistung, wenn man so will. Die ganze Konstruktion, die Straße, der Aufzug, der Stichtunnel. Und in so einem unwegsamen Gelände so ein Gebäude zu bauen. Allerdings muss man eben immer im Hinterkopf haben, wofür haben sie das eigentlich gemacht. Das ist eine Machtdemonstration. Wir machen uns Mensch und Natur untertan. Und wenn man das dann in Relation stellt zur NS-Ideologie und zu den furchtbaren Folgen, dann muss man eben so eine Ingenieursleistung immer im Kontext zum Dritten Reich sehen. Das darf man eben einfach nicht isoliert betrachten. Hitler besucht das Kehlsteinhaus nur wenige Male, vermutlich aufgrund der unsicheren Lage und weil er Höhenangst gehabt haben soll. Gespeist wird hier heute wie damals. Anlässlich der Hochzeit von Eva Brauns Schwester Gretel erscheint auch Hitler im Kehlsteinhaus. Sie heiratet hier den SS-Gruppenführer Hermann Fegelein, den der Führer später umbringen lässt. Ein Bauwerk, für das das NS-Regime keine Kosten und Mühen gescheut hat. Rund 30 Millionen Reichsmark kostet das Projekt am Kehlstein. Für Axel Drekoll ist klar, das Haus auf dem Berggipfel ist vor allem ein Symbol der Macht. Da steckt drin die Herrenrasse und besonders der Führer dieser Herrenrasse ist dazu in der Lage, alles zu dominieren und zu beherrschen. Auf der anderen Seite ist die Architektur aber ja eher unauffällig. Das hat folgende Ursache. Das Gigantomane auch in der Inszenierung, in der Propaganda des Regimes, war hier die Natur. Das hängt damit zusammen, dass Hitler als Lenker und Leiter, als einsamer Visionär in den Bergen inszeniert werden sollte. Da wäre eine Gigantomane-Architektur eher störend gewesen. Heute gibt es im Kehlsteinhaus ein Restaurant. Rund 300.000 Besucher aus dem In- und Ausland besichtigen das NS-Bauwerk jährlich. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir sind zum Münchengebiet gekommen und wir wussten den Platz, dass das gehört zum Hitler und wir wollten Geschichte für sie erzählen. Dafür sind wir hier gekommen. Mein Mann und ich waren schon mal hier und jetzt wollten wir den Kindern das auch mal zeigen. Und vor allem die tolle Aussicht. Dann auch noch bis Salzburg. Ja. Also der historische Hintergrund ist uns eigentlich wurscht. Ist ja ein Stück deutsche Geschichte, auch wenn es keine positive deutsche Geschichte ist, gehört schon dazu. Und ich finde, man sollte schon mal gesehen haben, weil jeder spricht drüber, über das Haus. Und da sollte man es auch mal gesehen haben. Für den Bau des Kehlsteinhauses, wie den gesamten Ausbau des Führersperrgebiets, ist er die treibende Kraft. Martin Bormann, Reichsleiter und späterer Sekretär des Führers. Was kaum jemand weiß, Hitler beauftragte ihn noch, eine weitere Wohnanlage zu errichten. Einer der geheimsten Orte Deutschlands. Der Bundesnachrichtendienst in Pullach. Wir dürfen ausnahmsweise einen Blick hineinwerfen. Der BND-eigene Chefhistoriker Bodo Hechelhammer erforscht intern die Geschichte des Geheimdienstes. Ja, wenn man hier über das Gelände in Pullach läuft, ertappt man sich manchmal bei dem Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben wäre. Die Atmosphäre ist doch sehr authentisch, weil die Liegenschaft weitestgehend erhalten geblieben ist, so wie sie am Anfang gebaut und entworfen war. Gebaut und entworfen wird sie als NS-Mustersiedlung für die Parteielite. Gedacht ist sie für den Stab von Rudolf Hess, dem sogenannten Stellvertreter des Führers. Stabsleiter Martin Bormann wählt als geeignetes Gelände Pullach bei München aus und schafft damit gleichsam sein eigenes Reich. Selbst die Holztüren und Laternen sind heute noch original. Das architektonische Vorbild der Häuser ist Goethes Gartenhaus in Weimar. Für die Nationalsozialisten das spitzgiebelige Ideal des deutschen Heims. Man kann auch sehr gut die zurückgezogene Architektur erkennen, mit hochwertigen Materialien ausgestattet, aber doch für die Idee der Volksgemeinschaft konzipiert. Das heißt, hochwertige Materialien, aber doch gleichgehalten für die entsprechenden Parteifunktionäre, die eben auch sich als Teil der Volksgemeinschaft natürlich empfunden haben. Für unseren Dreh haben die Geheimdienstler wohl extra gründlich aufgeräumt. Wo sie heute ihre Büros haben, lebten früher die Parteifunktionäre mit ihren Familien. Eine braune Edelwohngemeinschaft. Ein Bau ist dabei jedoch etwas gleicher als die anderen. Das Herzstück der Anlage, die heutige Präsidentenvilla. Einst das Haus Martin Bormanns, in dem er mit seiner großen Familie lebte und residierte. Heute sitzt hier, wie auch schon seine Vorgänger, der Präsident des BND.
Die Repräsentationsräume sind weitestgehend erhalten geblieben, etwa der sogenannte Weiße Saal. Man muss sich also vorstellen, dass Martin Bormann mit Adolf Hitler, der einige Male eben auch Pullach besucht hat, hier gefeiert hat, um den Frankreich-Feldzug siegreich zu begehen oder andere Ereignisse. Der damalige Speisesaal wird vom BND immer noch für größere Arbeitsessen oder feierliche Anlässe genutzt. Im Besprechungszimmer Alter Fritz empfängt Friedrich der Große die Gäste. Ein Bildnis des Preußenkönigs hatte zuvor auch schon der einstige Hausherr Martin Bormann erworben. Ganz anders als früher nutzt der BND heute einen Raum mit ganz spezieller Historie. Ja, wir sind im Büro des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Der aber ursprünglich eine ganz andere Nutzung hatte, nämlich das war hier das Schlafzimmer Martin Bormanns, der hier entsprechend gewirkt hat. Und diese Räumlichkeiten nutzen bis heute die Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes hier in Pullach. Über die ursprüngliche Funktion dieses Raumes haben die wenigsten Präsidenten möglicherweise wirklich Kenntnis gehabt. Und selbst wenn sie es gewusst hätten, hätten sie rein pragmatisch es gesehen, es ist ein Büro zum Arbeiten im Bundesnachrichtendienst. Von seinem Fenster aus hat der Präsident einen Blick auf Martin Bormanns ehemaligen Garten. Kaum verändert, ausgestattet mit wertvollen Skulpturen von regimetreuen Künstlern wie von Fritz Klimsch. Ja, hier sehen wir jetzt eine bekannte Skulptur von Klimsch, eine Originalskulptur aus den 30er Jahren, die ein Geschenk Adolf Hitlers an Martin Bormann zum 40. Geburtstag sein soll. Damals einen Preis von 30.000 Reichsmark gehabt haben soll. Ein eher unauffälliger Eingang führt zu einem weiteren NS-Bau auf dem Gelände. Der Befehlsbunker Hagen, Teil des Führerhauptquartiers Siegfried. Hitler hat in dem Betonmonster wohl nie Schutz gesucht. Dafür nutzt den Bunker heute der BND ganz pragmatisch. Lange Zeit hatte dieses Bunkersystem keine Verwendung mehr, keine Funktion mehr. Heute übt der Bundesnachrichtendienst hier das Schießen. Die Frage ist nur, wie lange noch? Die Zentrale des BND wird nach Berlin umziehen. Schon jetzt wird diskutiert, was mit dem historischen Gelände in Pullach danach passieren soll. Die historische Bedeutung dieses Ortes bleibt natürlich bestehen und müsste in entsprechender Form auch bewahrt werden, um an die Geschichte dieses Ortes langfristig auch erinnern zu können. Die Nachnutzung könnte zur Herausforderung werden, denn die perfekt konservierte Bormann-Siedlung steht unter Ensembleschutz. Nicht alle NS-Bauten werden für erhaltungswürdig erklärt. Die einzige Theaterhalle des Obersalzberges ist dem Verfall preisgegeben. Für Axel Drehkoll ist sie historisch eher unbedeutend im Zusammenhang mit dem zweiten Regierungssitz Hitlers. Ihn sorgt aber, dass dieser Ort trotz oder gerade wegen seines verfallenen Zustands Besucher anlockt. Wir wissen nicht genau, wer das hier gemacht hat, auch warum es passiert ist. Möglicherweise aber mit einem politischen Hintergrund, den wir alle nicht wollen. Ausschließen können wir das nicht. Aber es verweist, glaube ich, ganz gut auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Ort. Für uns ist dieser Ruinencharakter eines solchen Ortes extrem schwierig. Es entsteht ein mystischer Charakter, der mit dem ursprünglichen historischen Gebäude nichts zu tun hat. Und der deshalb kompliziert ist, weil wir hier an einem Ort sind, der ein Täterort gewesen ist, ein zweiter Regierungssitz der NS-Regierung, also einem der schlimmsten Regime, das die Menschheit überhaupt je gesehen hat. Das Museum Dokumentation Obersalzberg will den Ort auch weiterhin nicht mit zusätzlichen Informationen aufwerten. Das NS-Regime hat seine Spuren nicht nur am Obersalzberg hinterlassen, sondern auch in der gesamten Region. Was kaum jemand weiß, in Bischofswiesen gibt es sogar eine kleine Reichskanzlei. Gebaut, um die Regierungsgeschäfte auch vom Berchtesgadener Sitz aus erledigen zu können. Heute ist die einzige Dienststelle der Reichskanzlei in Privatbesitz. Axel Drehkoll und Albert Feiber dürfen einen exklusiven Blick hineinwerfen. Ungläubiges Erstaunen. Hier scheinen sogar noch die Möbel original zu sein. Die müssten eigentlich alle abgestempelt sein. Und hier sieht man das. Hier ist
der offizielle Adler. Wirklich spannend. Der Besitzer, der selbst nicht vor die Kamera treten möchte, ist bemüht, den Originalzustand des Gebäudes zu erhalten. Die Historiker können kaum fassen, was sie zu sehen bekommen. Vieles spiegelt die Zeit des Nationalsozialismus wider. Ja, das ist schon ausgesprochen interessant, ne? Also, dass das so erhalten ist, dass wir hier nicht nur ein Gebäude haben, sondern auch das Interieur, was so einen Erhaltungszustand hat, das ist schon wirklich was ausgesprochen Besonderes. Ich meine, das geht ja hin bis zu technischen Geräten, ne? Hier, das Telefon, das ist ja auch interessant, ne? Noch mit einer direkten Durchwahl zu SS-Sturmbahnführer. Und hier hattest du noch die Kurbel, ne? Irre. Das war wirklich, wirklich spannend, muss man wirklich sagen. Aber auch ziemlich unheimlich. Normalerweise auf Radiogeräten war kein Hakenkreuz zu finden, was die normalen Bürger gekauft haben. Ja, stimmt. Das war das offizielle Hoheitskennzeichen, ne? Und insofern in der Reichskanzlei. Und insofern ist das bestimmt eine Sonderanfertigung. Normalerweise abgeklebt ist auch noch diese Lampe mit SS-Runen und Hakenkreuzen versehen. Heute besteht die einstige kleine Reichskanzlei aus mehreren Wohnparteien. In einer lebt Kurt Elmers. Wir sind jetzt hier, wenn mich nicht alles täuscht, im ehemaligen Wohn- und Arbeitsbereich von Adolf Hitler. Ist das richtig? Ja. Kurt Elmers wohnt schon seit 10 Jahren hier, zusammen mit seiner Frau. Heute arbeiten beide in Hitlers ehemaligem Arbeitszimmer. Der Schreibtisch von Hitler hat dort gestanden. Mit Blick auf den Obersalzberg. Wie fühlt man sich in einer solchen Wohnung? Wie lebt man mit dieser Geschichte? Und hier drunter, hier ist jetzt Teppich drauf, da drunter ist ein sogenannter Steinholzfußboden mit einer Einlage eines großen Hakenkreuzes. Ja, Hakenkreuz, genau. Deswegen ist hier Teppich drauf. Trotz Teppich ist die trübe Geschichte des Gebäudes anscheinend doch einigen bekannt. In den Sommermonaten ist es so, dass hier also reger Betrieb herrscht, insofern, dass hier viele kommen und das Ganze fotografieren. Von außen dann? Ja. Von außen ist also ein reger Betrieb. Also wenn die Tür unten offen ist, dann haben die hier oben schon im ersten Stock vor der Tür gestanden. Das kennen wir von unserer Arbeit auch. Sobald irgendwo Adolf Hitler draufsteht, dann hat das eine Magnetkraft, die einfach unvorstellbar ist. Mich persönlich hat das nicht groß interessiert. Ich sage immer, und wenn hier der Kaiser von China gewohnt hätte, wäre mir das vollkommen egal. Die Wohnung ist für uns heutzutage, es ist deutsche Geschichte, aber es ist vorbei und auch ein Hitler geistert hier nicht mehr rum. Auch wenn er hier nicht mehr rumgeistert, der Geist der NS-Zeit ist auch unterirdisch noch in den Gemäuern spürbar. Ein großes Bunkersystem durfte bei einer kleinen Reichskanzlei natürlich nicht fehlen. Und auch hier an den Wänden sieht man immer, wie bei uns das eingebrochen wird in solche Bunkeranlagen. Ne? Mit Schmierereien, hier ist ein Hakenkreuz. Führer Volk und Vaterland. Hier nicht ganz so ausgeprägt. Ah, hier ist noch eine Aufschrift. Aufgang zum Dienstgebäude, nur für Angehörige der Reichskanzlei. Ja, okay, weil es ging ja direkt immer noch in den Dienstsitz. Ne? Ja, angeblich ist ja Hitler, wenn er das Gebäude betreten hat, immer über den Bunker reingekommen. Die Historiker folgen den langen Gängen. Diese führen von der kleinen Reichskanzlei unter der Wiese zu den Gleisen. Das ist hier diese Bahnlinie von Bischofswiesen nach Berchtesgaden, wo Hitler immer mit dem Zug gefahren ist und dann den Zug hier anhalten hat lassen und über diesen Bunkerzugang in die Reichskanzlei gegangen ist. Eine Möglichkeit für ihn, hier eben möglichst unbemerkt anzukommen. Hatte Sicherheitsaspekte sicherlich, aber vielleicht auch sein beschrieben, eben nicht immer in der Menge baden zu müssen. Ne? Und zeigt auch mal wieder, welcher enorme infrastrukturelle Aufwand hinter so einem zweiten Regierungssitz steckt. Ne? Das zeigt auch dieses NS-Gebäude. Gebaut, um einst den Obersalzberg zu erreichen. Der Berchtesgadener Bahnhof. Der Leiter der Dokumentation Obersalzberg, Axel Drehkoll, sieht sich mit dem Inhaber Klaus Sattra um. Erstaunlich, von der Uhr über die Lampen bis hin zu den Fahnenmasten, vieles stammt hier noch aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Jetzt sind wir in der Wartehalle. Noch sehr viel Original hier drin. Oben zum Beispiel die Uhr. Ja. Mit den Sternzeichen drumherum ist noch original. Traditionelle Bauformen vereinen sich mit der Einschüchterungsarchitektur der Nazis. Ja, das ist ganz spannend. Man sieht an dieser Wandmalerei, dass hier in Berchtesgaden schon so ein ganz bestimmtes Hitler-Image auch und NS-Image kreiert werden sollte. Nämlich der Führer zum Anfassen, der sich anpasst an die Heimatgepflogenheiten der jeweiligen Region. Das kommt ja ganz harmlos daher. Ne? Skifahrer und so. Und auf der anderen Seite so eine riesen Empfangshalle hier für den Ort mit deutlich unter 10.000 Einwohnern. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für den Nationalsozialismus hier in der Region Berchtesgaden. Also dieses auf der einen Seite Heimatverbundenheit suggerieren, aber eben doch Größe und Stärke demonstrieren wollen. Es ist ja die kleinste Gemeinde Deutschlands mit einem Hauptbahnhof. Es musste immer alles groß sein unter den Nationalsozialisten. Ungewöhnlich umgenutzt, die coole Bowlingbahn in den alten Raumfluchten des Bahnhofs. Von Klaus Sattra bewusst eingebaut, im Widerspruch zur Nazi-Historie. Im Prinzip kann man hier ja dann auch die alte Nutzung ablesen. Das war ja, sieht man ja, ein Repräsentationsbau in dem Bahnhof mit einem Salon für den Führer mit seiner Entourage. Und das kann man ja noch erkennen. Ja, das kann man noch erkennen. Mit diesen Säulen, mit der Decke. Und diese Verbindung jetzt eben, das erkennen zu können, das Geschichtsträchtige mit dem heutigen Verwendungszweck, das war mir schon auch am Herzen gelegen. Die Bowlingbahn ist ein Riesenerfolg mit einem bunt gemischten Publikum. Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Bruch. Das ist jetzt für alle da, ganz egal welche Hautfarbe, welches Alter, wo sie herkommen. Für jedermann, das wäre natürlich am Berghof undenkbar gewesen. Sowas. Genau. Ein ähnlicher Bruch findet sich in den Kellerräumen des Bahnhofs. Wo einst die Tanzbar Beverly war, will Klaus Sattra wieder eine neue Diskothek eröffnen. Ausgerechnet in dem Raum, der Hitler einst als Wartesaal gedient haben soll. Da hast du auch dann eine schöne gebrochene Neunutzung, wenn du so willst. Also der Wagnerianer Hitler, dem hätte sicherlich eine Disco hier unten nicht besonders gut gefallen. Umso mehr gefällt es mir. Ja. Also Wagner ist hier unten, glaube ich, schwer aufzuführen, aber mit der Disco, da tun wir uns ein bisschen leichter. Der Disco-Raum ist nicht die einzige Kuriosität, die sich in den Kellerräumen verbirgt. Und hier haben wir dann den direkten Zugang von Adolf Hitler zu seinem Zug. Das heißt, wenn er nicht da oben gesehen werden wollte, konnte er durch diesen Keller in diesen Bereich kommen, die Treppe rauf. Die wurde in der Zwischenzeit verschlossen. Die Treppe rauf, rein in seinen Zug und weg war er. Und jetzt eine Treppe, die zu einer Betondecke führt. Genau. Spuren hat Hitler nicht nur in seiner Wahlheimat hinterlassen, sondern auch in seiner eigentlichen Heimat. Das österreichische Linz empfängt seine Besucher am Bahnhof mit zwei Löwen. Was nicht jeder weiß, 1941 vom NS-Regime in Auftrag gegeben und für eine Brücke in Salzburg angefertigt, haben sie sich jetzt hier aufgebaut. Sind sich ja schon voll alt. Und ja, also es ist eigentlich immer so der Treffpunkt, wenn ich jetzt am Bahnhof auf irgendwann warte, dann sagen wir immer ja bei den Löwen. Das hängt irgendwie mit dem Dritten Reich zusammen. Aber Näheres weiß ich auch nicht. Die haben eine Kultur, die haben eine Geschichte, das gehört dazu. Und ich bin nicht dafür, dass die Löwen weggekommen oder sonst irgendwas. Das sieht die Historikerin Silvia Necker, die zur Architekturgeschichte forscht, genauso. Obwohl sie weiß, dass der Standort der Löwen schon für Diskussionen sorgte. Also aus meiner Sicht ist es absolut richtig, dass die Löwen dort stehen. Denn das gehört erstmal in den öffentlichen Raum. Das soll Diskussionen auslösen. Nur die Diskussionen können nur dann entstehen, wenn diese Löwen gekennzeichnet sind. Sprich, wenn man tatsächlich als Besucher und Besucherin erkennen kann, dass diese Löwen 1941 von den Nationalsozialisten in Auftrag gegeben wurden. Doch Silvia Necker weiß, Linz hat nicht nur die Löwen aus der NS-Zeit geerbt. 2009 wird die Stadt an der Donau Kulturhauptstadt Europas. Zur Zeit des Nationalsozialismus hat Adolf Hitler mit Linz Großes vor. Die Stadt seiner Jugend soll Führerstadt werden, eine Kunst- und Kulturmetropole. Wenn die Vorsehung mich
Feind aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit einen Auftrag erteilt haben. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben. Hitler macht die Donaustadt zur Patenstadt des Führers. Noch kurz vor Kriegsende beschäftigt er sich intensiv mit seinem Traum von Linz. Hier will er sich einst zur Ruhe setzen. Wo heute die Bahngleise verlaufen, plante Hitler ein gigantisches Führermuseum. Tausende Kunstwerke lässt er dafür kaufen oder zusammenrauben. Er, der Hobbyarchitekt, fängt schon in seiner Jugend an, Pläne für Linz zu schmieden. Kernstücke des Modells? Eine Prachtstraße und ein kulturelles Zentrum mit Museum und Oper. Auch das Donauufer soll monumental zugeklotzt werden. Einige dieser Bauten gibt es tatsächlich. Wer an der Kunstuniversität in Linz Architektur studiert, tut das in einem Bau aus der NS-Zeit. Die Brückenkopfgebäude samt der Nibelungenbrücke sind Teil der einst geplanten Uferbebauung für ein Partei-, Verwaltungs- und Freizeitzentrum. Immer wieder greift Hitler selbst in die Planungen ein und macht sich vor Ort ein Bild von den Bauarbeiten. Architektur, wie sie die Studenten heute nicht mehr im Sinn haben. Die schwere Decke haben sie nach eigenen Plänen mit Lichtschächten durchlässig gemacht. Also so von dem gesamten Gebäude ist es halt schon so drückend oft. Also man kommt halt rein und es ist alles sehr massiv und schwer irgendwie. Und hier oben finde ich es aber eben so eigentlich ein guter Kontrast dazu. Ja, ich finde es gut, dass das Gebäude immer noch benutzt wird, weil es ist besser als ein leerstehendes Gebäude. Alle die Projekte hier sind genau das Gegenteil wie dieses Gebäude. Also Das ist hier sehr so symmetrisch und genau. Und ja, Architektur muss jetzt mehr Vielfalt haben, so bunt sein. Darum sollen die Gebäude jetzt umgebaut werden, mit den Plänen des renommierten Architekten Adolf Krischanitz. Der Rektor der Kunstuniversität, Professor Canonier, freut sich über den Umbau der Gebäude. Also ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal hier hereinkam, das war schon irgendwie bedrückend. Ja, also die Schwere des Gebäudes hat auch eine gewisse Schwere der Atmosphäre zur Folge. Und das spürt man einfach und das wirkt sich eigentlich auf alles aus. Ne? Eine Last, die zu der kreativen Arbeit der Studenten nicht passt. Wie dieser reizvoll scharfe Bruch mit dem Alten zeigt. Inmitten des modrigen Kellersystems gibt es heute ein Roboterlabor, in dem die Studenten des Studiengangs Industrial Design arbeiten. Ja, der Kontrast ist schon sehr beeindruckend, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man die ursprüngliche Funktion des Gebäudes bedenkt, wofür es eigentlich gebaut wurde, ja. Nämlich für eine NS-Bürokratie, genau. Das sollte ja auch das Finanzamt hier drinnen sein. Gewissermaßen ist natürlich so eine Umfunktionierung durch eine Kunstuni eigentlich das ideale Mittel, ein vitales Ganz genau. Mittel, um gewissermaßen auch so etwas wie eine gegenteilige Wirkung zu erzeugen, genau. Und das zu überwinden. Genau. Das Gleiche soll nun baulich geschehen. Die beiden Experten tun sich noch einmal im Untergrund des Gebäudes um. Hier war lange Zeit niemand mehr. Das merken beide auch anhand alter Unterlagen, die sie finden. Das ist ja unglaublich. Na, Wahnsinn. Schauen Sie sich das an. Das ist ja unglaublich. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Linz am 7. Juni 1930. Der Staatsschulrat Linz enthebt sie von ihrer Dienstleistung an der Knabenvolksschule, Jahnstraße, als dienstjüngere Lehrperson. 1930. Wie die Papiere dorthin gekommen sind, bleibt ein Rätsel.
Der unterirdische Gang führt in das zweite Brückenkopfgebäude, das gerade schon umgebaut wird. Adolf Krischanitz will Licht und Leichtigkeit hereinlassen, ohne die NS-Architektur zu verleugnen. Ja, die Aussage ist die, erstens einmal gibt es keine Vergangenheit, vor der man sich verstecken kann. Das ist bei der NS-Architektur natürlich eine wichtige Sache. Außerdem kennt man das gerade in Österreich, dass man NS-Architektur sozusagen verschwinden lässt und so tut, als hätte man damit nichts zu tun gehabt. Das stimmt natürlich nicht. Die wertvolle Aussage muss die sein, dass hier die NS-Architektur steht und möglichst in ihrer, sagen wir mal, in ihrem Duktus ablesbar bleibt und andererseits aber dem, was Neues entgegengesetzt wird, das einfach zeigt, hier ist eine neue Kunstuniversität, wo junge Leute studieren, hier ist ein Neubeginn, ein Neuanfang und eine Überwindung dieser alten Situation. Ein faszinierendes Projekt. Neue Schächte bringen Licht ins Dunkel und bilden künftig mit Glasaufbauten ein Gegengewicht zur schwerfälligen NS-Architektur. Die beiden NS-Bauten stehen unter Denkmalschutz. Dem Umbau voraus ging daher eine lange Diskussion. Also ursprünglich waren die Glasaufbauten höher geplant, nämlich 10 Meter. Und dann gab es als ersten Kompromiss mit dem Denkmalamt einen weiteren Vorschlag. Das war die Halbierung auf 5 Meter, dann noch weniger. Und so gab es ein dauerndes Ping-Pong-Spiel mit dem Denkmalamt. Und bei dem Ping-Pong-Spiel ist der Ball zum Schluss ganz flach gewesen. Und es ist leider fast nicht zurückgeblieben. Und man sieht von außen eigentlich fast nichts. Neben den Repräsentationsbauten existieren noch viel mehr Nazi-Gebäude in Linz. Jeder achte Bürger wohnt sogar in einem von ihnen. In den Siedlungen Spallerhof und Bindermichel beispielsweise. Die Historikerin Sylvia Necker forscht zu den Linzer Wohnbauten. Heute besucht sie den Bewohner Roland Klaushofer. Er wohnt seit vielen Jahren am Spallerhof und ist zufrieden mit der Wohnung. Wie viele Linzer bezeichnet er die Bauten unverblümt als das, was sie sind. Ich meine, für uns sind es die Hitlerbauten, die aus dieser Zeit stammen, die dort auch gebaut worden sind. Man sieht auch einige originale Sachen. Ne? Wir haben da einen Fußboden, der original ist. Und was noch sehr originell ist unser Kachelofen. Ja, das ist echt ein schönes Stück. Wir haben ihn eigentlich stehen gelassen, weil es ein Schmuckstück war. Mhm. Wir haben gesagt, das passt uns ganz gut. Also was man an dem Ofen natürlich sehr schön auch ablesen kann, ist diese Verbindung von Hermann Göring-Werke und diesen ganzen Hitlerbauten. Man konnte nur einziehen, wenn man einen Arbeitsvertrag hatte mit den Hermann Göring-Werken. Und ein Nebeneffekt war noch, dass die Wohnungen selbstverständlich mit dem Koks, eben, das dort entstanden ist, geheizt wurde und das eben billig abgegeben wurde an die ganzen Stahlwerker. Der heutige Stahlkonzern Voestalpine in Linz ist aus den Hermann Göring-Werken hervorgegangen, einstmals für die Rüstungsindustrie geschaffen. Für ihre Mitarbeiter bauen die Nationalsozialisten damals die Siedlungen. Die internationale Familie von Roland Klaushofer fühlt sich hier heute wohl. Die Geschichte spielt in dieser Beziehung keine Rolle mehr. Naja, wir sind da eigentlich sehr zufrieden mit dem Leben. Wir haben uns in Linz sehr, sehr gut eingeführt. Und es taugt uns. Ich habe sehr gerne in der Föß gearbeitet und bin also happy, dass wir so eine Wohnung haben. Damals darf in den Siedlungen nur leben, wer zur Volksgemeinschaft gehört. Ja, heute steht da zur guten Nachbarschaft. Und 1940 stand da eben, man solle sich verhalten, wie es sich für einen Partei- und Volksgenossen geziemt. Und diese Hausordnung musste damals unterschrieben werden, damit man sich auch entsprechend verhält. Und es wurde auch tatsächlich kontrolliert. Also 2016 heißt der Ton zur guten Nachbarschaft. Heute noch sind die großzügigen Innenhöfe beliebt. Mit reichlich Grün, gestaltet nach dem Vorbild der Gartenstadt. Ein Ort zum Spielen, ein Ort, um sich zu treffen. Die Innenhöfe sind
zuallererst eben dazu da, dass man eine Gemeinschaftsfläche schafft, in dem Fall eben eine grüne Gemeinschaftsfläche, die von allen benutzt wird, die aber den Nebeneffekt hat, der natürlich sehr genutzt wurde von dem NS-Regime, eben, dass man alle Bewohner sehr gut einsehbar und kontrollierbar macht. Silvia Necker kennt einen weiteren Vorteil der großzügigen Grünflächen in den Innenhöfen. Das Risiko, dass bei einem Luftangriff die Häuser getroffen werden, ist so geringer. Noch heute zeugen die Luftschutzkeller vom Bombenkrieg. Bewohner Gerd Reitmann hat ihn als Kind selbst hautnah erlebt. Wenn die Sirene kalt hat, die auf den Häusern oben war, sind wir schon runtergelaufen und sind da herunten gewesen. Und da haben wir oft ein paar Stunden verbracht. Und wir haben das Glück gehabt, dass nur da vorne, also drei Haustüren weiter, die haben es bombardiert. Also das ist Flachgelände. Da sind ja Granaten geflogen und alles Mögliche. Ich weiß, da vorne haben sie einen den Fuß abgeschossen und weiß der Teufel, es war einiges los in der Zeit. Und ja, und da ist die Türe und das. Das Fenster, das ist noch original da, beziehungsweise nur gestrichen haben wir's. Heute hat er hier eine Bar eingerichtet, in der er gerne mit seinen Nachbarn feiert. Bei schönem Wetter allerdings verlagern die Bewohner ihr Zusammensein nach draußen in den Innenhof. Für sie ist klar, nirgendwo anders könnte es schöner sein als hier. Hitlers Planungen von Linz finden ihre dunkelsten Schattenseiten in dem nicht weit entfernten Steinbruch in Mauthausen. KZ-Häftlinge mussten hier unter mörderischen Bedingungen arbeiten. Die Granitsteine waren teilweise auch für den Ausbau der sogenannten Führerstadt Linz vorgesehen. Ob in den NS-Bauten wie den Siedlungen solche Steine verbaut sind, kann der Granitexperte Josef Stummer beantworten. Begleitet wird er von Bernhard Mühleder, Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Der ganze Stein wird als Mittelkörnig graublau bezeichnet. Ja, aus Rohsteinen dieser Qualität hat man diese einfachen Werkstücke, die Türumrahmungen, Fensterumrahmungen, Stufen, auch für die Linzer Führerbauten gefertigt und auch zum Teil von hier geliefert. Wenn man sich vorstellt, dass man da also nur mit einem ungefähr 25, 30 Kilo schweren Stein im Eiltempo marschieren muss, dann so ist es, ja. Und so ist auch dieser Name entstanden, dieser sogenannten Todesstiege, weil eben viele direkt oder auch indirekt den Tod darauf gefunden haben. Ja. Vernichtung durch Arbeit, ja. Das findet zum Teil, ja, zum Großteil da statt, wo man gerade stehen hat oder hat stattgefunden. Über die Todesstiege müssen die Häftlinge die schweren Granitsteine 186 Stufen nach oben tragen. Sie überleben meist nur kurze Zeit. Hunderte Häftlinge stößt die SS außerdem von der Steinbruchkante in den Tod und nennt sie zynisch Fallschirmspringer. Mit den Granitsteinen müssen die Häftlinge auch ihr eigenes KZ erbauen. In Mauthausen gilt die schlimmste Lagerstufe, 3. Neben dem Massenmord durch Arbeit werden hier auch Menschen systematisch vergast. An das Todeslager erinnern heute noch einige erhaltene Bauten. Diese Bilder stammen von der Befreiung durch die Amerikaner 1945. Im KZ Mauthausen und seinen Außenlagern sterben mindestens 90.000 Menschen. Es ist wichtig, diese Schreckensbauten zu erhalten. Lebende Zeitzeugen gibt es bald nicht mehr. Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück. Die Bauten zu erhalten, ist einerseits eine moralische Verpflichtung und auf der anderen Seite geht es darum, dass es unsere historische Erinnerung ist.
Es ist das, was wir heute zur Verfügung haben, anhand dessen wir die weitere Vermittlung aufbauen können. Und darüber hinaus natürlich auch fühlen wir uns verpflichtet, allen Opfern hier und den Überlebenden und den Angehörigen diesen Ort zu bewahren und diese Erinnerung hier an diesem Ort auch sicherzustellen und zu bewahren. Spuren der grausamen Vergangenheit finden wir nicht nur direkt in Mauthausen, sondern auch in Ebensee, einem ehemaligen Außenlager. Hier sind der Forscher Robert Buchall und der Historiker Johannes Sachs-Lehner auf einer besonderen Mission unterwegs. Sie suchen nach Spuren der Nazi-Kriegsvergangenheit in einem gigantischen Stollensystem, gesperrt für die Öffentlichkeit. KZ-Häftlinge müssen hier eine riesige unterirdische Anlage errichten. Ein nationalsozialistisches Geheimprojekt mit dem Decknamen Zement. Heute haben wir hier Stille, aber damals war der Lärm da. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ne? Verfluchter Ort, wie die Häftlinge gesagt haben. In Ebensee soll ein geschützter unterirdischer Raum für die Entwicklung der V2-Rakete entstehen, nachdem die Forschungsanstalt in Peenemünde bombardiert wurde. Die KZ-Häftlinge müssen zwei Stollenanlagen in den Berg treiben. Gearbeitet wird hier bis Kriegsende. Was ist denn da passiert? Schau mal, Johannes. Eine komplette Stollenzone, wo nur Ziegelsteine, nur Bruch liegt. Ist ja bis aufs Kleinste vernichtet worden. Offenbar nach der Befreiung hat man da einfach seine Wut dran ausgelassen und den Anbauten. Ja. Ja, Wahnsinn. Jetzt sieht man eigentlich die wirklichen Dimensionen. Das ist gewaltig. In dem Stollen verbirgt sich noch mehr Geschichte. Ich war doch da bei dem Stein, ja. Was ist das? Ein Meißel. Ja. Da wird Geschichte und Vergangenheit so ganz unmittelbar lebendig, finde ich. Ein Meißel der Erinnerung. Ja. Bis zu 250 Meter mussten in den Berg hineingetrieben werden. Die Häftlinge haben weder Schutzausrüstung noch feste Schuhe. Sie sind unterernährt. Allein in Ebensee sterben über 8000 Menschen. Was bleibt, sind ihre Spuren. Wow. Schau, wie viele Meißeln da drinnen stecken im First. Da wurde noch gearbeitet bis zum Schluss. Wahnsinn. Ein Abschnitt, der von außen schwer zu sehen ist, gell? Schau her. Da ist noch ein Meißel. Unheimlich. Noch während des Ausbaus ändern sich die Pläne für die Nutzung der Stollen. Für den Krieg erscheint nun die Produktion anderer Rüstungsgüter wichtiger. Da sind die Betonfundamente, ja genau. Fundamente für große Motoren vermutlich oder für größere Maschinen. Ja, sollten ja da angeblich ein luftgekühlter Dieselmotor produziert werden und Bremstrommeln für Panzer. Ja. Eine surreale Welt. Die letzten Zuckungen des totalen Kriegs. Dieser öffentliche Teil des Stollens wurde noch fertiggestellt. So sollten die Hallen für die Entwicklung der Wunderwaffen einst aussehen. Dazu ist es hier glücklicherweise nie gekommen. Unheimlich und erschreckend, die Schatten der NS-Vergangenheit. Böse Bauten, selbst in der größten Idylle. Sie sind Teil unserer Vergangenheit. Eine Zumutung, die wir aushalten müssen.